Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, oder besser gesagt, ich bin's, Batman. Ja, so ein kleiner Insider. Wer mich auf Facebook verfolgt, hat's mitgekriegt, mein Weihnachtsgeschenk. Wir haben jetzt gerade hier schön Spieletag gehabt und ja, zwischendurch hat uns der Postbote oder die Postboten regelmäßig aus dem Spiel rausgerissen. Ich habe jetzt hier alles schon in großen Karton und in eine Tüte gemacht und zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Das wird jetzt auch wieder ein Spezial, und zwar Odin war shoppen Auto Spezial. Fange ich erstmal an. Einmal haben sie mir natürlich hier das Falsche geschickt. Da habe ich bestellt. Dann muss ich mal meine Adresse wegmachen hier. Weil, besser gesagt, das ging ja an die Firmenadresse, nicht an meine private Adresse. Habe ich eigentlich bestellt, Auto K-HiFi Verstärker Endstufe Kabelanschluss Kombinationssatz 10 Quadratmeter mit Cinch-Kabel. Könnt ihr da gerne sehen. Für 12,50 €. Das habe ich auch werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen. Aber was kam, ist das. Und die haben sich aber auch noch nicht gemeldet. Das ist das Falsche. Eigentlich sollte ein Verstärkerkabel mit bei sein. Also plus minus, weil eine Batterie und dann, was man an eine Karosserie anmacht, und ein Cinch-Kabel sollte mit bei sein. Der soll komplett nach dem Kofferraum gehen, dass, falls ich denn im Kofferraum später mal was anschließen will, dass ich das da auch anschließen kann. Wenn das sowieso alles aufgemacht werden muss, kann das gleich alles mit E-Mail verlegt werden. Für 12,50 €, ja. Und das kam nicht. Also der Verkäufer hat sich auch noch nicht gemeldet bei mir. Da warte ich immer noch auf eine Antwort von dem. Dann habe ich bestellt, auch bei Amazon, kam von autohausköhler.de in Wolfsburg. Ein Original VW-Teil. Hier steht aber leider kein Preis drauf. Schade. Original Volkswagen VW Ersatzteil Airline Lenkrad Clip VW Golf 5 Passat Touran. Gut, ich habe es für einen Jetta jetzt geholt. Jetta steht hier nicht mehr drauf, aber passt da auch. Das kleine Teil, was ich euch jetzt zeigen werde, hat sage und schreibe 23 €, glaube ich, gekostet oder so. Und es ist nur dieser kleine Metallclip. Mehr ist das nicht. Ist nur ein kleines Metallding. Da ist dann das Airline-Logo. Weil ich habe ja Airline. Und das wird dann in der Mitte vom Lenkrad raufgemacht. Da kommt dann vorher das Schwarze, was jetzt drauf ist, ab. Und bei mir ist ja auch ringsherum Silber im Auto, beziehungsweise Chrom. Und das wertet den Innenraum schon auf. Finde ich. Meine Frau sagt, ist Schwachsinn sowas. Ich sag, ich finde das toll. Und das ist aufwertet. Aber naja. Und dafür habe ich denn, um das auch machen zu können, habe ich mir so einen Clipsatz geholt. So einen Bausatz. Also so Teile, da kann man dann das Autoradio raushebeln, den Clip kann man raushebeln. Ja, das sind so Plastewerkzeuge, dass man nichts vom Cockpit kaputt macht. Dafür habe ich bezahlt, also so rum ist richtig rum, seht das mal. Dafür habe ich bezahlt 9,90 €, glaube ich. So, das werde ich heute auch gleich noch anbauen. Dann habe ich mir geholt eine Handyhalterung. Die wird dann so, also hier sieht es falsch aus, hier sieht es aus, als wenn es da oben raufkommt. Aber das ist eine Handyhalterung, die, hoppala, ist ja nicht richtig aufgemacht worden. Ach, so, die wird eigentlich in die Lüftung drin gemacht. Da ist das hier. Wird dann in die Lüftung so reingeschoben. Und das gibt es mit einem roten und mit einem blauen Herz. Und weil es überm Radio ist, dachte ich, mit einem blauen Herz kommt gut. Und das ist ja auch nicht die ganze Zeit bei mir dran. So, dann kann man das dann hier so auseinander machen. Man kann das auch.
Wie kann man das jetzt wieder zusammen machen? Ach so, auf das Herz drücken und dann geht das zusammen. Also einmal so aufmachen und wenn man das Handy dann drin macht, geht das fest zusammen und hält das Handy richtig schön fest. Mit Standfüßen, die man auch wegklicken könnte. Die Standfüße sind dann auch gummiert. Und das habe ich eigentlich nur geholt, um wieder Vlog aus dem Auto zu machen. Dann kann ich das Handy darin machen, Headset drin und dann kann ich auch wieder ein Autofahrvlog machen. So, dann haben wir hier ein Zapphuwer-Kabel. Also nur 5 Meter, glaube ich. Steht hier nicht drauf, aber ich glaube, ich habe 5 Meter bestellt. Das hat praktisch auf einer Seite einen Cinch-Stecker fürs Radio und auf der anderen Seite zwei Cinch-Stecker für Rot und Weiß. Ist das auch mit... Ach so, das hat auch hier... die Buchstaben sind hier. Weißes RU und rotes RU. Rot und Weiß. Und der kommt dann praktisch bis unter den Sitz. Und von unter meinem Fahrersitz bis in den Kofferraum kommt dann nochmal der andere Cinch-Kabel, wo sie mir halt das falsche geschickt haben, dass wenn ich denn, könnte ich denn beide Verstärker anschließen oder ich stecke die dann halt hier ran mit einer Weiche und oder so ein Brückending und dann kann ich dann im Kofferraum, falls der mir vorne kaputt geht und ich als nächstes dann im Kofferraum ihn haben wollen würde, liegen die Kabel dann nämlich schon. Und ich kann das alles anschließen. So, dafür habe ich... Oh, das hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Das werde ich hier oben in die Infocard packen. Da habe ich mehrere Videos schon gemacht. Falsch rum. Zu dem Kenwood KSC-SW11. Seht ihr das? Ja. Auch wieder bei ARS24 gekauft, diesmal aber nicht bei ARS24 direkt auf der Webseite, sondern bei Amazon, weil die verkaufen auch bei Amazon. Bei Amazon, bei ARS24 habe ich das diesmal gekauft. Können wir auch mal reingucken, ob hier auch wieder alles mit bei ist. Ja, hier sind auch wieder die Kabel. So, mal die andere Seite aufmachen. Und hier ist auch die Steuereinheit mit bei. Ja, also wie ich es in meinen Videos gezeigt habe, die wird, wie gesagt, die, das Unboxing und Hardware-Video, wo ich euch das zeige, werde ich hier oben in die Infocard machen, dann könnt ihr euch das angucken. Und der wird dann, also der ist für meinen Bruder und mein, den ich den davor gekauft habe, der kommt in mein Auto. Das ist praktisch der Ersatz für den Verstärker, beziehungsweise was sie bei meinem Auto geklaut haben. So, dann haben wir eine DAB Plus Box Digital Audio. Ja, also das ist eine digitale Antenne für das Autoradio. Die hat 69, achso, ja, der Verstärker, den habe ich bezahlt, ich glaube 134 Euro. Ich bin mir jetzt nicht sicher, oder? 134 noch verteilt, glaube ich, bezahlt. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich packe euch das unten in die Videobeschreibung. Dafür habe ich jetzt 69,95 bestellt. Das habe ich nur für meine Frau bestellt, weil die hört gerne Radio. Die mag meine Musik nicht so, wenn ich Störte Priester höre oder Deutsche Front. Deutsche Front geht noch. Aber so, wenn es zu brachial ist, dann sagt Frauchen immer... Die steigt schon ein im Auto... Ja, ist doch so. Dann sehe ich an der Gestik-Mimik von ihr schon, sehe ich schon, boah, die ist schon wieder total begeistert. Und da habe ich dann halt das geholt, weil da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwo Radioempfang scheiße ist oder irgendwas dergleichen, weil das ist digitales Radio. Da werden auch zusätzlich noch Informationen geteilt, also nicht nur, dass der Radiosender da steht, sondern auch der Interpret, das Lied, also wie das Lied heißt. Und wenn es von einem Album ist, wo es schon eine CD gibt oder so, dann wird auch das Cover mit übermittelt. So. Ist für mehrere Radios kompatibel. Radio habe ich mir auch gekauft. Und das ist praktisch, denn hier ist denn die Antenne. Die ist hinter so einem Pappe verpackt. Die klebt man dann auf die Scheibe rauf. Der Kasten dazu ist hinter, hier ist die Kabelei. Dann ist hier die Kabelei, die in die Box hier reinkommt. Hier ist auch nochmal zum Kleben. Da kann man die Box dann halt, das ist diese hier. Die kann man dann hinter das Armaturenbrett irgendwo verstecken. Da kommen die Kabel drin, die kommen dann zum Radio. Und hier die Antenne. Und die ist für
Pumpkin. Also von Pumpkin ist die und für Pumpkin-Geräte. Ich habe vorher auch extra bei Pumpkin nochmal angefragt, ob die mit meinem Autoradio, was ich mir von Pumpkin bestellt habe, kompatibel ist. Oh, und ich habe mir von Pumpkin diesmal, also ich hatte ja schon mal, habe ja mein letzten Auto, habt ihr gesehen, hatte ich ja auch so ein großes Auto mit Navi und von VW ist mir das zu teuer und das hat auch nicht so viele Sachen und deswegen habe ich mir diesmal wieder ein China RNS geholt, also ein Autoradio aus China und diesmal auf Android basierend. Kann man schön Apps drauf machen, man kann das Auto finden, wenn es irgendwo sein sollte. Man habe auch extra aufgepasst, dass man DVD bzw. CD drin machen kann, weil einige gibt es jetzt, die sind ohne CD und DVD-Funktion. Die sind einfach, ja, kann man SD-Karte drin machen, USB-Stick, kann man hier auch alles. Ja. Und ich glaube, das werde ich heute vielleicht auch noch einbauen. Was ist denn morgen schon im neuen Auto ist. Ah. So, und zwar ist es dieses hier. Ach, werden wir auch mal auspacken, würde ich sagen, weil es sieht ja doof aus, wenn wir es nicht auspacken. Ja. Die Antenne werde ich jetzt noch nicht anbauen. Das werde ich später machen. Das werde ich nicht. Ich habe auch Boxen, habe ich. Ach so, die, siehst du, da fehlt ja sogar noch ein Paket. Ich habe doch noch Boxen bestellt. Moment. So, da bin ich schon wieder. Bevor wir jetzt mit dem Radio weitermachen. Ich habe nämlich noch Boxen bestellt. Auch bei Amazon. Kam aber in einem eBay Plus Karton. Warum? Keine Ahnung. Bei wem habe ich denn das bestellt? Extrem Audio. Und da sind halt praktisch die Benplasteringe mit bei, die man für vorne oder für hinten für das Auto braucht. Da wird er dann halt hier, seht ihr da, sind, kommen dann Schrauben drin, dann wird er festgeschraubt. Hier sind keine Schrauben mit bei, kurioserweise. Also müsste ich mir da wahrscheinlich nochmal Schrauben kaufen. So. Und von Herz. Danke, Schatzi. Von Herz, die Boxen, das sind nicht die neuesten. Die haben ja noch neuere gemacht. Aber für 65 Euro, ich brauche ja keine High-End-Power, 120 Watt, habe ich gedacht, reicht das aus. Können wir auch mal aufmachen. Die kommen dann nach hinten. So, hoppala, hab ich hier auch noch kaputt, ey. Das ist praktisch da und die andere, die ist da hinten. Bin ich mal gespannt, wie sie sein werden. So. Aber jetzt kommen wir zum Autoradio. Wie gesagt, hier muss ich mir dann noch Schrauben kaufen, dass ich das festmachen kann am Rahmen von der Tür. Hier sind die Kabelei, die Anschlussstecker, sieht man das da? Ja, da. Für die Original VW Kabelei, was da ist, wenn man hinten schon Boxen hat. Was ich jetzt nicht weiß, ob bei mir hinten schon Boxen sind. Ob ich das so benutzen kann, nur reinstecken und dann auf den anderen hier praktisch die da in die Boxen. Oder ob ich praktisch nochmal Kabel komplett von vorne nach hinten verlegen kann. Muss, das werde ich ja sehen, wenn ich das Radio austausche. So, jetzt machen wir aber erstmal. So. Haben wir einmal, was haben wir hier? Thank you. Pumpkin bedankt sich bei mir, dass ich dieses Radio gekauft habe. Sobald es natürlich eingebaut ist, werde ich auch noch Videos über dieses Radio machen innerhalb vom Auto. Eine Garantiekarte haben wir noch mit bei. Und werde euch die Funktionen zeigen und ein Heft Android System User Manual. Ja, jeder, der in Android Handy hat,
Der braucht da eigentlich nicht großartig reingucken. So, dann haben wir das Radio. Muss ich gucken, wie kriege ich das? Das haben wir einmal hier, diesen Stromkabel. Der wird einfach hinten ins Radio rein gemacht. Und hier können wir dann den originalen von VW anschließen. Aber da soll eigentlich noch ein anderer mit bei sein. Wo ich dann auch erstmal testen muss. Ach, Gottes Willen. So, wir haben auch eine Fernbedienung mit bei. Mit Batterie, die ist auch mit bei. Wenn man keine Steuerelemente am Lenkrad hat, was ich ja habe, braucht man nicht alles über den Bildschirm eingeben. Ja, braucht man den Bildschirm nicht ständig antatschen. So, dann haben wir einmal das Radio. Ja, hier ist er. Und hier ist der, seht ihr das? Das ist der CAN-Bus-Stecker. Der kommt dann hinten im Radio rein. So, praktisch da im Radio. Dann haben wir hier das CAN-Bus. Decoder, CAN-Bus, Decoder-Box für VW. Der ist hier gleich mit dran. Und hier kommen dann die VW-Kabellei ran. Und dann haben wir hier noch ein mal Cinch. Müsste ich mir mal durchlesen, für was das ist. AUX. AUX-IN. Ah, das ist für AUX-IN. Da kann ich dann praktisch in mein Radio AUX drin machen. Praktisch durch eine Verlängerungsschnur machen und dann kann ich mein Handy anschließen oder ja, für iPhone gibt es ja extra Kabelei und so. Und halt deswegen habe ich mir vor allem das mit CAN-Bus. Ich will ja auch im Display angezeigt haben, wenn Türen offen sind und so. Das soll damit halt funktionieren. So, dann haben wir hier noch Kabelei. Dann haben wir einmal hier den Antennenadapter. Der kommt hinten ins Radio rein und da ist der Antennenadapter für draußen. Der wird dann da, da werden die dann nur reingesteckt sozusagen. Und da kommt dann die Antenne, weil die neuen Antennen ja ein bisschen anders aufgebaut sind. Dann haben wir einmal hier ein USB. Der kommt vorne ins Radio rein. Und dann kann man da noch einen USB-Stick ranmachen, wenn man will. Das werde ich natürlich nicht benutzen. Dann haben wir hier noch... Kannst du mir mal meine Brille geben? Danke. Hier noch einmal für ein externes Mic. Und hier zweimal USB. Die kommen dann auch so ans Auto ran. Hinten. Dann haben wir hier einmal, was auch schön beschriftet ist, 3GP, da kann man dann einen 3GP-Stick ranmachen, dass man Internet hat. Und 3G oder USB. Und der andere ist auch 3G oder USB. Kann man sich so ja aussuchen, cool. Und halt einmal den grünen für Mikrofon. Das ist dann hier. So, da haben wir dann hier auch so ein Festmachteil, dann können wir das Mikrofon, ja, können wir das im Innenraum befestigen und soll wohl dafür dienen, dass man ein bisschen bessere Sprachqualität hat als bei den älteren Versionen, wo das Mikrofon direkt im Radio mit eingebaut war. Bei meinem alten Radio war das Mikrofon ja mit eingebaut, da habe ich ja mit dir schon mal telefoniert, was Schatzi? Und da hast du gesagt, die Sprachqualität ist nicht so gut. Weil man hat das Auto gehört, man hat alles gehört, aber mich hat man nicht wirklich gehört. Also meine Frau nickt gerade, also das seht ihr nicht, sie nickt. So, und dann haben wir hier nochmal ein Dreier-Set mit Haufen Anschlussmöglichkeiten. Auch alles sehr schön beschriftet. Da seht ihr so die Zettelei. Kann ich ja mal so ein bisschen von links nach rechts gehen. AUX in links. Rear out L.
Subwoofer. Hier ist dann praktisch der Subwoofer, da kommt der Subwoofer-Kabel dann ran. Dann haben wir Video Out 1, Video In. Cam In, Video Out 2, Aux In rechts, Front Out links, Front Out rechts und Rear Out rechts. Also praktisch Rear ist hinten, Front ist vorne. So, und dann haben wir hier noch den GPS-Sender. Das ist dieser, der hat da unten auch eine Klebefolie. Oh, den schraubt man denn da hinten an am Radio. Und hier, das ist der GPS-Sender, den kann man dann festkleben. So, kann man da Ecke wegmachen, seht ihr das? Und dann zieht man das einfach so ab und dann kann man das von unten ans Handschuhfach oder hinterm Handschuhfach rankleben oder was weiß ich. Ich habe auch schon einige gesehen, die haben sich das auf das Lenkrad gemacht. Also praktisch bei VW kann man, bei den neuen VWs kann man ja das Lenkrad hoch runter machen. Da haben die das dann so gemacht, dass es dann auf dem Lenkrad raufgeklebt wird und dann kann man das Lenkrad immer noch hoch runter machen. So, jetzt machen wir hier erstmal kurz Ordnung. Alles wieder rein. Die Fernbedienung mache ich auch mal wieder hier mit drin, dass die nicht hin und her fliegt. Den CAN-Bus war einzeln. So. Und jetzt kommen wir zum ganzen Herzstück. Ich wollte eigentlich erst ein Android-Radio nehmen mit kompletter Front, also komplett auf Touchscreen gemacht. Aber das hatte halt nicht so gute Bewertungen. Oder war nur eine. Und da war dann meistens auch nur eine Karte, also eine SD-Karte, die man reinmachen konnte. Und ich wollte unbedingt ein Radio mit zwei SD-Karten. Einmal für Navigationskarten und einmal für Musik oder Bilder oder Videos oder sonst was dergleichen. Und ich wollte auch eigentlich dann zum Schluss eins mit Knöpfen haben, was so ein bisschen, man sieht dich nicht. Wartet mal, ich muss mal ein Stück runter machen. So. Ich wollte dann zum Schluss auch eins mit Knöpfen haben, weil bei mir im Innenraum ja viel mit Silber ist. Und hier sind halt nicht so viele Knöpfe und hier haben wir einen schönen Drehrad und so. Und dann steht da auch Pumpkin dran. Und hier können wir dann praktisch da die SD-Karten drin machen, die hier nicht mit bei sind. Warum sind die nicht mit bei? Stand da nicht eigentlich im Lieferumfang? Ist die Karte, Navigationskarte auch mit bei? Also da muss ich mir meine Bestellung nochmal durchlesen. Nee, ist keine GPS-Karte mit bei. Ist ja scheiße. Ja, also eigentlich sind die GPS-Karten meistens mit bei. Da muss ich mir bei meiner Bestellung das nochmal auf jeden Fall durchlesen, ob da die GPS-Karte mit bei ist, weil ich habe über 300 Euro für das Radio ausgegeben. Und dann haben wir hier hinten halt praktisch, hier ist die Wi-Fi-Antenne für WLAN, dass wir uns an WLAN ranmachen können oder unser Handy als mobilen Hotspot einrichten können, finde ich ein bisschen knapp. Also finde ich ein bisschen clean. Also da hätten sie wirklich ein bisschen mehr nehmen können oder eben zum Drehen, dass man hier noch ein bisschen mehr Platz hat, dass man ein bisschen mehr Volumen rausholt an. Jo, aber hier oben ist noch der Schutz drauf, den müssen wir dann rausschrauben. Hier oben machen wir dann praktisch dann unsere DVD rein. Hier haben wir den lautlos und hier haben wir den rausmachen. Laut, ja doch, eigentlich sollte das lautlos sein. Und dann hier unten können wir dann halt unsere Musik drin machen per SD-Karte. Hier kommt die Navi-Karte drin. Wir haben auch noch zusätzlich USB, was wir dann ins Handschuhfach legen. Und da natürlich, ja, dann unseren USB-Stick anschließen können. Dann haben wir hier den Volume-Knopf, der auch gleichzeitig der An- und Ausschalter ist. Und hier können wir nicht drücken. Der ist nur zum Drehen. Vom Tuner, da
Dann können wir dann halt Radiosender vor und zurück gehen. Wir haben hier die Zurücktaste, wie ihr es halt vom Handy kennt. Dann haben wir den Home-Knopf. EQ wird für Equalizer stehen, denke ich mal. AMS, AMS weiß ich noch nicht, wofür das steht. Das werden wir gleich sehen nachher, wenn wir das anmachen. Hier, nee, hier ist Mute, hier ist lautlos. Dann haben wir GPS, können wir gleich auf GPS, Band wird Radio sein und Disk auf Disk können wir da gleich halt zugreifen. Und zusätzlich haben wir ja halt diesen Touchscreen, dass wir überall dann navigieren können. Hier unten ist dann so ein Aufkleber drauf von Pumpkin. Und dann gibt es halt von Pumpkin noch direkte Android-Radios, die einen Touchscreen haben. Da haben sie drei verschiedene Varianten. Einmal haben sie eins mit einer SD-Karte und einmal haben sie eins, wo zwei SD-Karten sind. Und dann gibt es das gleiche von Pumpkin, aber ohne das Pumpkin-Logo, das wird von Amazon direkt verkauft, da kostet es anstatt 300 noch was gleich mal 500 noch was. Nur weil Pumpkin nicht draufsteht. Also ist mir un... Nee, verstehe ich nicht. Aber, ja, also ich bin zufrieden. Sieht schick aus, sieht aus, ja. Hier, wir haben auch hier oben ein Mic drin, seht ihr das? Da oben ist so ein Mic. Und da haben wir dann den Reset-Knopf noch drin. Hier haben wir den IR, also hier unten ist für die Fernbedienung. Ja, also das werde ich gleich mal einbauen und dann werden wir mal gucken, wie das denn ist. Bin mal gespannt, weil viele haben gesagt, dass die Sprachqualität bei diesem Radio sehr, sehr gut sein soll. Und die Ausgabe. Ah, hier haben wir noch Folie drauf, die werde ich mal noch drauf lassen. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Schluss. Ich denke mal, das wird scheiße, wird dunkel, jetzt werde ich das, ne, ich habe ja Handy, kann ich ja Licht machen. So, das war auch mit dem Auto spezial. Vielleicht mache ich nachher nochmal im Auto ein Video, wenn ich das Radio heute doch noch anschließen sollte. Ich verabschiede mich bis dahin erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.